Berufliche Konkurrenz kennt er gar nicht, denn er ist der einzige seines Faches in ganz Österreich, der Glasätzer Werner Goll. Der 53-Jährige hat sich vor einigen Jahren in Großnondorf im Weinviertel niedergelassen und arbeitet hier an Fenstern, Türen und Spiegeln für Auftraggeber im In- und Ausland. Bei dieser Technik aus dem Jugendstil, dem Ätzen von Glasmustern, sind auch gefährliche Substanzen im Spiel. Wir haben ihn bei seiner außergewöhnlichen Arbeit in seinem Atelier besucht. Was sich hinter den dicken Mauern dieses hübschen Vierkanthofs verbirgt, würde man kaum vermuten. Hier wird mit gefährlichen Substanzen hantiert. Diese ätzende Flusssäure ist nämlich unerlässlich für die Pflege des alten Kunsthandwerks Glasätzen. Werner Goll brennt für seine Arbeit, überhaupt dann, wenn man ihm so außergewöhnliche Objekte anvertraut, wie die Erneuerung dieser Fensterflügel für die päpstliche Nunziatur in Wien. Es sind 5-tönig geätzte Gläser, das heißt, dieses Glas wird 5-mal gemahlen und 5-mal geätzt. Das ist erstens sehr außergewöhnlich, weil normalerweise macht man maximal 3 Tönungen. Ist natürlich ganz ein besonderer Auftrag, muss ich sagen. So was kriegt man normalerweise alle 50 bis 100 Jahre einmal. Von der Ausführung her sind diese Gläser Oberliga, ja. In mehreren akribisch ausgeführten Arbeitsschritten entstehen diese filigranen Werkstücke. Das Motiv wird mit dem Asphaltlack auf das Glas aufgetragen und das ist eigentlich einmal die Vorgabe. Also alles, was ich unter dem Lack geschützt habe, ist das Motiv. Der nächste Schritt wäre dann einmal ätzen mit Flusssäure und dann der nächste Schritt wird das Motiv noch einmal abgedeckt, um einfach eine gewisse Dreidimensionalität zu kriegen. Der heikelste Vorgang ist das Übergießen mit Flusssäure. Hier wird mit besonderer Vorsicht ans Werk gegangen, damit die Arbeit nicht zu einer ätzenden Angelegenheit wird. Die heiklen Punkte beim Ätzen sind in dem Fall sowieso, dass man aufpassen muss, nachdem sie irrsinnig gefährlich ist, dass man einfach mit Atemschutz arbeitet. Nachdem es sich oft lang genug macht, der Respekt der Säure muss einfach immer da sein. Das ist ein wichtiger Punkt. Der 53-jährige gebürtige Wiener arbeitet für Auftraggeber weit über die Grenzen Österreichs hinaus. Von Abu Dhabi bis New York. Auch die erneuerten Fenster im Festsaal des Wiener Rathauses sind in seinem Atelier entstanden. Aber auch private Haushalte erfreuen sich an Werner Golls Arbeiten. Eine Wohnung im 6. Bezirk oder ein Haus im 8. Bezirk. Im Normalfall arbeitet er mit historischen Vorlagen. Einmal jährlich zeigt er im Rahmen einer Ausstellung auch eigene Kreationen. In absehbarer Zeit möchte der Vater von 4 Kindern sein Wissen an die nächste Generation weitergeben. Mein Herzblut liegt, ich möchte es in der Familie weitergeben. Wenn sich das in den nächsten paar Jahren nicht mehr ergibt, dann ist es die absolute Priorität, das oberste Priorität sogar, das weiterzugeben. Und da muss man dann dementsprechend jemanden suchen, wo ich sage, okay, der hat das nötige Zeug, den kann ich das auch im Prinzip auch dementsprechend lernen. Noch ist er aber selbst mit viel Einsatz und Begeisterung am Werk. Im Laufe der vergangenen 30 Jahre hat er schon unzählige Arbeiten von bleibendem Wert geschaffen. Und da sollten noch einige Glanzstücke folgen.